Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas Smash auf dem Shotbow-Server. Ich werde hier natürlich gleich von irgendeinem Typ attackiert. Sind wir alleine in der Runde? Ja, nur so ein Typ und ich. Es ist nämlich gerade keine MTS, so Max, Pierre, Jona, was weiß ich, mit dem ich aufnehmen kann. Also habe ich mir gedacht, muss ich gegen ein paar Randoms spielen. Oh, das war gerade eine gute Kombo. Hat er jetzt ein paar Prozentchen mehr als ich? Okay, da rennt er gleich wieder weg, weil er Angst hat. Ich würde sagen, werfen wir ihn mal runter. Perfekt, hat gut geklappt. Ice Cube, so, brauchen wir nicht. Haben wir hier irgendwas Feines? Ja, Goldschwert ist ganz fresh. Wo ist er denn gespawnt? Da oben, okay. Haben wir hier, oh, Eisenschwert. Ist natürlich ein bisschen fresher als ein Goldschwert, ne? Oh. Ernsthaft, ich habe ihn nicht mal getroffen, der hatte 0%. Einfach so runtergefallen. Oh Mann, ey. So. Hat schon wieder mehr Prozent als ich. Dreimal geschlagen. Okay, das Runterwerfen hat diesmal nicht so gut funktioniert. Aber dafür fällt er jetzt einfach runter. Alter, das kann doch nicht sein, Leute, oder? Und da sind wir in der zweiten Runde zusammen mit Crafting Freak, der da oben irgendwo sein Leben chillt. Mal schauen, ob der auch so dumm ist und einfach selbst runterfällt oder ob, ja gut, er hat schon mal keinen Schaden bekommen. Er hat natürlich gleich ein Schwert, das ist ganz gut, ne? Alter, ich dachte schon, wenn er jetzt runterfällt, ne? Wird das was? Wird das was? Nein. Oh Gott, ey. Leute, bin ich so übergut? Oder sind die anderen so ultra schlecht? Bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Oh Gott, das war scheiße gemacht, gebe ich zu. Was ist das? Ach, so eine Drecksbombe. Ja, da würde ich aber an deiner Stelle auch mal schauen, dass ich da rauskomme, mein Freund, ne? Aber gut. So, jetzt ist das Haus natürlich total im Arsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht so gut im Schlagen. Er trifft mich nicht so gut, wobei ich das irgendwie auch ein bisschen bin, gebe ich zu. Alter, habt ihr gerade gesehen, wie spät erst dieser Schlag angekommen ist, Alter? Hier bin ich, mein Freund. So, du bist dann schon mal weg. Oh, Rocket Launcher. Ja gut. Was? War es das schon? Oh, ist ja lame. Und da sind wir in der dritten Runde, Leute. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich aus Versehen die Aufnahme noch auf 30 FPS stehen hatte, weil ich ja City Skylines nur in 30 FPS aufnehme. Und ich ja durchaus das als letztes aufgenommen habe. Und deswegen der ganze Shit hier noch auf 30 FPS stand. Oh, Rocket Launcher. Ja gut, hat mich schon mal nicht erwischt, aber Hauptsache sich selbst, das ist auf jeden Fall gut. Okay, Doppelsprung zum Hochkommen macht er auch nicht, da ist Sturmwaffel. Sturmwaffel mit Doppel-R. Ich habe keinen Plan, wie Sturmwaffel in echt heißt, ob das der vielleicht sogar ist. Ich habe keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir schon 60 FPS. Nochmal Entschuldigung dafür, dass die ersten zwei Runden nur in 30 FPS waren. Aber dabei ist ja sowieso nichts Spannendes passiert. Und Alter, wie schlecht ist er denn? Ich habe den gerade mal schon wieder runtergehauen. Weiß der irgendwie nicht, dass es einen Doppelsprung gibt oder so? Gut, der dreht sich einfach um. Der hat den schon mal nichts gebracht, mein Freund. Aber er hat 0%, ne? Oh, shit. Fuck, Alter. Habt ihr gesehen, wie ich mich das zweite Mal gerettet habe? Alter. Shit. Yo, Sturmwaffel, was geht denn mit dir? Okay, er spielt nicht schlecht. Das muss man ihm lassen. Nur da kommt dieser andere TNT-Boy daher. Und macht irgendeinen Shit. Lass mich runter. Ich lass mich nicht wegwerfen. Okay, das wird ein spannendes Duell gegen Sturmwaffel hier. Wobei er ja doch noch ein Leben weniger hat als ich. Shit, ich dachte, ich hätte ihn werfen können, aber war nichts, okay. Alter, was geht? Ich konnte ihn gerade einfach nicht werfen, Mann. Okay, ähnlich viele Prozente haben wir jetzt. Gott, ey. Was geht denn gerade? Ich will ihn einfach nur wegwerfen. Oh, GG, Sturmwaffel. GG, Alter, das war nice gemacht. Nice try. Muss ich sagen. Oh, da ist ein Zombie. Alter. Aber er steht noch da unten. Okay. So, haben wir hier irgendein spannendes Item? Nö. Gut, okay, die Runde ist mal etwas, wie heißt's? Spannender. So,
Sturmwaffen endlich mal runter? Ja. So, TNT-Junge, da bist du auch nochmal runter. Alter, wie schlecht ist der denn? Ich habe den jetzt irgendwie total mal, zweimal so richtig easy runtergehauen. Aber da kommt natürlich Sturmwaffe gleich wieder angerannt. Und hat natürlich ein Holzschwert im Gepäck. Trifft mich aber erstmal nicht. Ja, läuft so weit dann bei dem. Aber er spielt nicht schlecht. Das ist endlich mal jemand auf meinem Niveau. Alter, nein. Aber, die anderen, in den anderen Runden, die waren ja wirklich... Sorry, also... Und ich habe schon ewig kein Smash mehr gespielt, muss ich dazu sagen, ne? Okay, ich glaube... Nee, wir haben gleich viel Prozent. Mann, ey. Aber er schlägt teilweise, wie ich auch, einfach mal so richtig wahllos außenrum und trifft nicht. Habe ich ihn runter? Nein, Alter, das wäre was gewesen. Das wäre es. Shit, Alter! Nein, nein! Nice. Aber ich habe noch ein Leben mehr. Ich muss immer dran denken. Oh, shit. Erstmal gegen so ein Dreckshaus geworfen, ey. So ein Marktstand. Oh, oh, was liegt denn hier Schönes? Oh, Food, nice. Instant Teleporter, nice. Erstmal ein bisschen wegteleportieren, ein bisschen Abstand bekommen. Da ist ein Schwert, da ist ein Schwert, das hätte ich gern. Um ihm ein bisschen, paar mehr Prozente zu... Alter, habt ihr das gesehen, Mann? Aber da ist so ein scheiß verfickter Kaktus gewesen, ey. Aber ich habe überlebt, ne? Hab natürlich ein paar Prozentchen. Aber ich habe gesagt, das wird ein spannendes Duell. Suppe. Yes, 10%, Alter. Bam. Tja, Sturmwaffel, da guckst du, ne? Habe ich ihn geworfen? Fällt er runter? Yes, Alter. Nice. Shit, Alter. What the fuck? GG auf jeden Fall. Ja, ich wollte einfach noch eine vierte Runde spielen, aber dann sind einfach zweimal die Smash-Server abgeschmiert. Deswegen war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.